Hier beginnt jetzt Teil 2 unserer Route nach Spanien. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Vor jedem Start wird bei uns erstmal das Navi programmiert und das Kartenmaterial bereitgelegt. Für das Navigieren ist meine Frau Rita zuständig und das klappt sehr gut. In Guisson in Südfrankreich endete Teil 1 meiner Tour und jetzt geht's weiter, nachdem wir gut übernachtet haben, hier Richtung Spanien. Nochmal zur Erinnerung, aus Norddeutschland kommend haben wir in Trier Station gemacht, dann bei einem Vogelpark in der Nähe von Lyon und dann sind wir weitergefahren nach Südfrankreich, hier auf diesem Stellplatz in Guisson. Unser Ziel ist heute der Stellplatz Playa Fiesta oder Las Moreras in der Nähe von Cambrils. Und so setzen wir unsere Tour bei schönem Wetter fort. Und ihr bekommt jetzt eine Erklärung, wie wir gefahren sind. Von Guisson aus starten wir, fahren Richtung Narbonne, fahren nicht auf die Autobahn, sondern auf diese Nationalstraße in Richtung Perpignan. Kurz vor Perpignan verlassen wir die Nationalstraße und fahren auf die Autobahn Richtung Spanien. Den gesamten Grenzübergang fahren wir dann auf der Autobahn. Man kann natürlich ohne weiteres auf dieser Nationalstraße bleiben hier in Frankreich und es gibt eine Umfahrung Perpignan. Und man fährt dann hier zum Grenzübergang nach Spanien auf der Nationalstraße weiter. Man muss aber wissen, dass hier wir das Gebirge haben und man doch dort Steigungen und Serpentinen hat. Das zeige ich gleich nochmal auf einer anderen Karte. Hier sieht man es also, das ist die Strecke und die ist dann doch irgendwie ein bisschen schwieriger zu fahren. Also für mich ist es einfacher, die Autobahn zu nehmen, über die Grenze weiterzufahren. Und gehe dann entweder Abfahrt 1 oder 2, gehe ich dann runter von der Autobahn auf die N2, auf die Nationalstraße in Spanien. Wir fahren dann von Abfahrt oder ja, Abfahrt 2, fahren wir dann die N2, die sieht man hier jetzt auf dieser Karte nicht so gut, und fahren dann weiter Girona und bis kurz hinter Girona, dort verlassen wir die N2. Da ist dann auch ein Stück A2, also auch schon eine Autobahn, eine mautfreie Autobahn. Die verlassen wir dann und gehen dann auf die Autobahn, um Barcelona dann auf der Autobahn zu umfahren. Das ist mir irgendwie sympathischer. Ich halte das nicht so für ideal, da auf einer Nationalstraße zu fahren. Also hier müssen wir Maut bezahlen, fahren hier weiter und fahren dann bis zur Abfahrt 28. Dort fängt dann wieder... Ja, hier ist mir ein kleiner Fehler passiert, deswegen muss ich das nochmal nachvertonen. Also wir, ist schon richtig, wir fahren hier runter, kommen auf die N340 und aus der N340 wird dann die A7, eine kostenfreie Autobahn, die parallel zu der AP7 läuft. Sie ist hier eingezeichnet als N340, ist aber eine Autobahn und sie führt hier also neben der Autobahn parallel weiter zu unserem Ziel Montreuil, wo der Stellplatz ist. Dann liegt. Nach etwa 400 Kilometer erreichen wir in den frühen Nachmittagsstunden den Stellplatz in Las Moreras. Man findet den Stellplatz jetzt neuerdings unter Playa Fiesta im Stellplatzführer. Ihr findet ihn natürlich hier auch bei YouTube bei meinen Filmen als Las Moreras. Für Ende Februar hatten wir hier schon sehr schönes Wetter. Und so entschlossen wir uns, doch einige Tage hier zu verbringen, bevor es dann weitergehen sollte. Um diese Jahreszeit ist der Platz auch noch nicht sehr voll, so dass man die Möglichkeit immer hat, auch direkt am Meer mit seinem Mobil zu stehen. Auch wenn es uns auf diesem Stellplatz sehr gut gefallen hat, irgendwann nützt es nichts, da geht es weiter. Unser nächstes Ziel ist Valencia, der Valencia Camper Park in der Nähe von dem kleinen Ort Beterra. Unsere nächste Etappe geht ja hier, etwa hier in dieser Höhe Cambrils, in Richtung Valencia und wir fahren zum Camperpark Valencia hier an der Umgehung
von Valencia. Die Strecke wird etwa 250 Kilometer lang sein. Ja, wir starten hier von unserem Stellplatz, der etwa hier liegt, und gehen hier auf die Autobahn, aber nicht auf die AP7, sondern auf die A7. Das ist eine mautfreie Autobahn und die uns dann Richtung Valencia führt. Man unterscheidet hier in Spanien eine Autopista, das ist eine Bezahlautobahn, und eine Autovía. Das kann man, ich schiebe es mal etwas rüber. Das kann man hier sehen, das ist eine Autovía, das ist eine mautfreie Autobahn. Die A7 mündet dann oder endet dann letztendlich in die N340, die uns dann weiterführt Richtung Valencia. Wenn wir dann auf dieser N340 fahren Richtung Valencia, kommen wir automatisch durch die Stadt oder durch den Ort Vinaròs. Und hier an diesem Kreisel, ich gebe die Koordinaten nochmal ganz genau an, hier geht es einmal zum Stellplatz Spätzle Fritz, und hier am Kreisel ist ein Lidl-Markt und hinter dem Lidl-Markt ist eine sehr preiswerte Tankstelle. Koordinaten bekommt ihr noch extra von mir dafür. Wir nutzen diese Möglichkeit immer, um unsere Bestände wieder aufzufüllen im Mobil, und deshalb geht meine Frau Rita dann in den Lidl-Markt, kauft ein. Ich bleibe aus sicherheitstechnischen Gründen im Mobil und warte, bis sie wieder zurückkommt. Wie man hier im Einkaufswagen sieht, gibt es hier auch deutsches Bier. Dieses Bier trinke ich sehr gerne, deshalb wird gleich etwas mehr eingekauft, damit es für die Tour dann auch reicht. Direkt hinter dem Lidl ist eine sehr preiswerte Tankstelle. Hier ist nur wichtig, dass man erst reingeht, bezahlt bzw. einen Betrag hinterlegt, und dann wird die Säule freigeschaltet. Hier in Höhe von Torreblanca verlassen wir die N340, fahren etwas ins Landesinnere und stoßen dann auf die CV10. Das ist eine mautfreie Autobahn, die dann in die Umgehung von Valencia mündet. Für alle, die natürlich das erste Mal fahren, ist es vielleicht schöner, hier am Meer weiterzufahren. Ist ohne weiteres möglich, die N340 führt hier immer schön weiter. Die CV10 mündet dann automatisch in die kostenfreie Umfahrung von Valencia, also auf die, das ist die A7 wieder hier in diesem Fall. Und hier liegt unser Ort Viterra, den wir dann anfahren wollen. Er liegt sehr verkehrsgünstig, da ist der Stellplatz dann, den wir dann anfahren. Wir verlassen die Autobahn A7 an der Abfahrt Viterra und fahren dann auf eine Nebenstrecke Richtung Viterra, Richtung Stellplatz. Der Stellplatz Valencia Camper Park liegt vor dem Ort Viterra, etwas abseits an einem Art Gewerbegebiet, ist aber ohne weiteres und gut anzufahren. Ihr findet diesen Stellplatz auch hier bei YouTube unter den Videos von meinen Stellplätzen. Wir nehmen diesen Platz dieses Mal nur als Etappenplatz. Er ist sonst ansonsten gut für eine Besichtigung für Valencia. Und für uns geht es nur, die Nacht hier zu verbringen, und dann geht es am nächsten Tag weiter. Ja, hier endet nun mein Teil 2 unserer Reise nach Spanien oder durch Spanien. Es gibt garantiert noch einen Teil 3, vielleicht auch noch andere Teile. Berichten möchte ich weiterhin noch über Gas, was man tanken kann in Spanien, oder über weitere Stellplätze oder über das Einkaufen in Spanien. Es gibt viele Themen, die ich noch anpacken möchte. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, aber erstmal sage ich von hier bye bye, bis zum nächsten Mal.